Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Best Boys. Mein Name ist Kamal und heute in diesem Preview zeigen wir euch das HTC Shooter. Und der Shooter trägt die Modellbezeichnung X515M und ihr kennt es sicherlich besser unter dem Namen HTC Evo 3D. Und das HTC Evo 3D ist eines der ersten oder eines der 3D-Smartphones, die es heutzutage gibt. Es gibt auch eins von LG, aber wir konzentrieren uns heute auf dieses hier. Es ist übrigens die europäische Version, es gibt auch eine amerikanische Version. Die Verpackung lassen wir heute weg. In der Verpackung ist eigentlich nur ein Netzgerät, Headset und ein Akku dabei. Akku habe ich bereits schon eingelegt, 1730 mAh, wozu wir aber gleich kommen. Nun, jetzt habe ich das Telefon in meiner Hand. Wie fühlt sich das an? Was kann ich euch erzählen? Es ist extrem wuchtig. Es ist wirklich sehr wuchtig, das Telefon. Es ist auch extrem fett. Aber es ist nicht so klobig, wie man sich das denkt, wenn man das Telefon jetzt im Video zum Beispiel sehen kann. Vor allem aber, es ist schwer. Mit 170 Gramm, es ist wirklich schwer. Von der Verarbeitung, ich weiß nicht konkret oder ich konnte es nicht herausfinden, ob das Metall ist oder ob das jetzt wirklich nur Hartplastik ist. Aber gut, das konnte ich nicht herausfinden. Ansonsten auf der Rückseite haben wir hier eine ziemlich starke Gummierung. Kein Unibody, was wir normalerweise von HTC kennen. Das ist alles hier stark geriffelt. So sieht das konkret aus, wenn ihr es von der Nähe nochmal sehen wollt. Und das soweit zu der Verarbeitung. Damit ihr aber eine Vorstellung bekommt, wie groß oder wie klein das Telefon ist, habe ich euch mal einfach das HTC Sensation mitgebracht. Und die meisten von euch kennen das Sensation. Es ist ein tolles Telefon. Und so sieht es aus. Wenn ihr es auf einer Höhe schalten oder stellen, seht ihr, dass da nicht sonderlich großer Unterschied dazwischen ist, also was die Größe angeht. Und während das Evo 3D ein eckiges, markantes Telefon ist, ist das Sensation ein rundes, ovales Smartphone. Und so sieht es konkreter aus, wenn ihr es von der Seite nochmal sehen wollt, wie dick die Telefone sind. Ich versuche das mal jetzt parallel zu halten. Und da seht ihr das. So sehen die aus. Sensation versus Evo 3D. Und natürlich, wir haben beim Sensation natürlich keine 3D-Kamera. Das macht das Telefon natürlich raus. Aber beide Telefone haben was Besonderes. Beide Telefone sind für sich gestellt. Damit ihr aber konkret nochmal eine Vorstellung bekommt, wie groß das Telefon ist, habe ich für euch einmal die Zahlen. 126 mm in der Höhe, 65 mm in der Breite und es ist 12 mm dick. So schaut das Ganze aus. Was uns aber sehr gut gefallen hat, ist der SAR-Wert, nämlich 0,8 Watt pro Kilogramm. Das Telefon gibt es nur in Schwarz und wie ihr an dem Bildschirm seht, das macht gerade im Internet die Runde, das Telefon gibt es nur in Schwarz. Das Bild, was ihr gerade seht, das ist nur eine Modifikation. Es gibt es nur in dieser einen Farbe. Der Aufbau ist sehr simpel. Wir haben hier oben unseren Lautsprecher. Dann haben wir einen Sensor. Ich sagte ja gerade, es ist Preview. Das heißt, das, was ihr hier gerade seht, ist ein Prototyp. Und ich musste das verkleiden, weil da unter eine Seriennummer steht. Deswegen ignoriert quasi diesen Sticker hier. Also, wir sind stehen geblieben beim Lautsprecher. Einige Sensoren. Dann haben wir auch eine vordere Kamera hier. Nämlich eine Kamera für Videotelefonie. Zoomen wir einmal raus. Dann sehen wir auch schon unser Display. Und jetzt kommt's. Das ist wirklich eine datenintensive Sache. Unser Display. Beginnen wir gleich mit der Größe. 4,3 Zoll in der Diagonale sind 10,9 cm. Es ist ein 3D-Display, stereoskopisch. Das heißt, ihr braucht keine Brille, wenn ihr eure eigenen Aufnahmen sehen wollt. Das geht direkt so. Dann haben wir natürlich ein super Liquid Crystal Display aus dem Hause Sony, also ein SLCD mit einer QHD-Auflösung, heißt 960x540 Pixel. Das ist ein Gorilla Glass, also ein ziemlich widerstandsfähiges Glas, was da drauf ist. Und wir haben eine Pixeldichte ausgerechnet von 256 Pixel per Inch. Das Ganze ist ein 24-Bit-Display, heißt 16,7 Millionen Farben. Puh, das war viel. Zoomen wir nochmal wieder rein, dann sehen wir unter unserem Display eigentlich auch schon die 4 Touch-Tasten. So schaut das aus. Touch-Tasten kennen wir alle, aber dieses Design, dieses ringförmige, ist was Neues für uns. Auf der linken Seite finden wir unseren Micro-USB-Anschluss. Das heißt, wir können es mit dem PC verbinden, unsere Daten übertragen. Oder es mit dem Netzgerät verbinden und das Telefon aufladen. Oder aber wir können es mit einem sogenannten MHL-Adapter koppeln und Bild und Ton an unserem Fernseher übertragen. Hier auf der Fußseite haben wir unser erstes und primäres Mikrofon. Wir haben die Möglichkeit, wie ihr seht, ein Lanyard durchzuschließen. Wenn wir es einmal öffnen, dann öffnen wir natürlich auch unser Akkudeckel. Und so sieht das Ganze hier aus. Ziemlich simpel, ziemlich einfach. Speicherkarte hier rein, bis zu 32 GB könnt ihr einlegen per MicroSDHC. SIM-Karte könnt ihr hier einlegen und das ist der Akku.
das ist der stärkste Akku, den HTC jemals in Telefon eingebaut hat, meine ich. Ein Akku mit 1730 mAh. Super, legen wir eigentlich alles wieder auf. Und obwohl das Ganze kein Unibody ist, wie ich schon x-mal sagte, geht das ziemlich nahtlos rein. Und ich sagte ja auch, es ist ein Prototyp und das ist ein handgefertigtes, also handgeschraubtes, kein industriell gefertigtes. Und so sieht das Ganze aus. Keine Spaltmaßen. Wir sind stehen geblieben auf der Fußseite, gehen wir doch zu der rechten Seite, nämlich hier haben wir die Kamerataste, die Auslösetaste und sowie die Schnellstarttaste für Kamera. Dann haben wir den Umwandler für 2D auf 3D und wir haben unsere Laut- und Leise-Wippe. Die ist auch gekennzeichnet mit Plus und Minus und sie bietet einen guten Druckpunkt, ist getrennt. Wie ihr seht, so schaut das aus. Ich mache das mal so am besten. Da seht ihr, dass die auch etwas nach oben hinausragt. Hier auf dem Kopfbereich haben wir unsere An- und Aus-Taste, so schaut die aus. Auch die ragt etwas hinaus, wie ihr seht. An- und Aus-Taste, Sleep- und Wake-Taste, Headset-Anschluss 3,5 mm und unser sekundäres Mikrofon, nämlich für aktive Geräuschunterdrückung. Das ist sie, die Rückseite, nämlich so schaut die aus. Hier haben wir zweimal jeweils 5-Megapixel-Kamera. Wenn ihr ein 2D-Bild macht, dann wird diese Linse genommen. Wenn ihr ein 3D-Bild macht, dann wird auch diese Linse hier genommen. Und ihr könnt 2D-Bilder machen in 5 Megapixel oder 3D-Bilder machen in 5 Megapixel. Und wenn ihr Videos macht, das klappt mit 720p HD 1280 x 720 auf einer Bildwechselfrequenz von 30 Frames per Second. Und so schaut es auf jeden Fall aus, wenn ihr das noch detaillierter sehen wollt. Außerdem haben wir natürlich hier zwei LEDs, also ein Dual-LED. Und das ist die 3D-Kamera. Lasst uns das Telefon einmal einschalten. Das machen wir, indem wir diese Taste hier oben 3 Sekunden lang betätigen. 1, 2 und 3. Und während das Teil hochfährt, erzähle ich euch, na, wie immer, das Technische. Dann beginnen wir gleich mit dem Betriebssystem. Das ist Android OS 2.3 Gingerbread mit der HTC-eigenen Oberfläche SenseUI 3.0. Als Prozessor haben wir hier Qualcomm MSM 8260. Gut. 1,2 GHz Dual Core mit der Adreno 220 GPU. 1024 MB RAM haben wir. Wir haben 4 GB als ROM, wovon ungefähr 3,8 GB als Speicher für Apps genutzt werden können. Und wir haben einen internen Speicher, 1 GB, den wir auch frei nutzen können, für Medien zum Beispiel. Zellular haben wir GSM Quadband, GPRS, Edge, UMTS, HSPA mit 14,4 Mbit, darauf stehen wir. Ansonsten WLAN 802.11 nach BGN Standard, Bluetooth 3.0 und puh, das war eigentlich auch schon alles. Unser Telefon ist soweit betriebsbereit, es ist aber im gesperrten Zustand. Lass uns das einmal entsperren. Das machen wir, indem wir die Taste hier oben kurz betätigen. Und dann haben wir eigentlich auch schon unser SenseUI 3.0 Lockscreen. Das heißt, wir können bis zu 4 Applikationen, wenn wir möchten, hier platzieren, die wir am meisten starten. Darüber hinaus kann ich hier eine gewisse Interaktivität einstellen, wie zum Beispiel mein aktuelles Portfolio an Aktien oder Bilder, solche Sachen. Entsperren wir das Telefon, indem wir diesen Ring einfach nehmen und nach oben schieben. Jetzt, die meisten von euch kennen quasi Android OS und wissen natürlich, wie Android OS funktioniert und wie vielleicht SenseUI funktioniert. Jetzt haben wir hier mehrere Homescreens, womit wir mit einer Fingerwischgeste links und rechts gehen können. Es geht quasi in Unendliche, also es gibt kein Ende. Wir können einfach von 1 bis 7 gehen. Und wo wir uns immer befinden, findet ihr hier mal oder seht ihr mal hier unten an diesen Regler. Der bewegt sich immer mit quasi. Jetzt sind wir hier am Ende gelangt und können wieder weitergehen. So klappt das Ganze und ihr könnt, wenn ihr wollt, nicht nur mit einer Fingerwischgeste hin und her euch bewegen, sondern auch mit Pinch to Zoom. Das heißt, wir machen sowas hier und können alles minimieren. Und da seht ihr, 7 Ausgangsanzeigen finden wir und einmal kurz draufklicken, dann bewegen wir uns von einer zu der anderen. Diese ganzen können wir natürlich individuell gestalten, sei es farblich, sei es mit Hintergrundbildern oder sei es zum Beispiel hier mit einem Widget. Entfernen können wir das Widget oder eine Applikation, indem wir das einfach nur festhalten und hier unten auf die Entfernen-Leiste bringen. Dann ist es quasi gelöscht. Wieder festhalten können wir sagen Widget und können was Neues addieren, wie zum Beispiel Facebook, Kalender. Kalender kann ich jetzt auswählen. Gibt in den meisten Fällen mehrere Möglichkeiten. 1 und wir haben hier 3 von 3. 2 von 3, da finde ich das. Es scrollt ein bisschen schneller weg. Das haben wir 2 von 3. Nehmen wir jetzt mal eine, um euch das Ganze hier ein bisschen zu verdeutlichen. Sagen Auswahl oder auswählen. Und dann finden wir quasi
unser Kalender-Widget auch hier. Hatte mich gerade vertippt gehabt, Verzeihung. Finden wir quasi hier und können loslegen. Nach diesem Motto gestaltet ihr das Ganze. Und ihr könnt auch, ihr müsst nicht nur halt immer wieder festhalten, wenn ihr das nicht unbedingt mögt, könnt ihr auch auf diese Personalisieren-Taste drücken. Und hier findet ihr alles soweit. Hintergrundbilder, Display-Sperre, Widget, App, Verknüpfung, Soundscheme, Klingelton und. Dann lasst uns gleich weitermachen mit dem Menü. Nämlich hier im Menü finde ich alphabetisch alles geordnet. Ich sehe immer prinzipiell 4 mal 5 Applikationen, sprich 20 Applikationen in einer Ansicht. Ich bewege mich einmal mit einem Slide und ich sehe die nächsten 20 Applikationen. Und die nächsten 20, wenn es hier welche geben würde, in diesem Fall sind es aber nicht 20, sondern der Rest. Wo ich mich immer befinde, seht ihr an diesem Balken hier, der sich immer mitbewegt. Und das rastert sich automatisch immer ein. Und das Ganze befindet sich in dieser Ansicht, wo wir alle Applikationen haben. Einen weiter haben wir häufig und einen weiter haben wir heruntergeladen. Also alle Apps, die wir heruntergeladen haben. Jetzt haben wir hier ganz oben A wie Alben. Damit beginnen wir am besten mal. A wie Alben, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier mehrere Alben. Klicken wir auf ein Album und finden unsere Rasteransicht. Können das hier von einmal schwenken, egal in welche Richtung wir wollen. Und das klappt sehr gut. Es gibt keine Filmübersicht mehr wie früher bei den ersten HTC-Smartphones, sondern nur noch wirklich eine Rasterübersicht. Jetzt lasst uns ein Bild öffnen und gucken, wie das so aussieht. Wir können sliden, so uns hin und her bewegen. Sehr simpel, sehr einfach. Nehmen wir mal einmal jetzt ein Bild, zum Beispiel dieses hier. 1-2 wird aufgezoomt in die volle Auflösung oder 1-2 wird es wieder rausgezoomt oder wir sagen Pinch to Zoom, nämlich so. Und ihr seht, klappt sehr flüssig, sehr gut, so wie man das eigentlich haben möchte. Hat mir jetzt ein Bild gefallen oder möchte ich damit was anstellen, sage ich einfach nur einmal kurz berühren und sagen, ich möchte es verschicken, bearbeiten, löschen und. Ich habe einige Videos mitgebracht, nämlich insgesamt 3 Stück. Und wir starten mit einem 1080 Video auf 30 Bildern pro Sekunde. Das ist dieses Video übrigens. Ich merke gerade, die Display-Helligkeit ist etwas zu niedrig. Lass uns das einmal ein bisschen heller stellen, dann können wir weitermachen. Dann seht ihr natürlich auch ein bisschen mehr. Lass uns mal die hier nehmen. Und machen wir weiter mit dem Video. Seht ihr ein leichtes Ruckeln? Ja, den sehe ich auch. Wir haben, weil wir ein 1080-Video haben auf 30 Bildern pro Sekunde, ist das schon etwas rechenintensiver als sonst. Ich habe dasselbe Video auch nochmal als 720 und das ruckelt nicht aber. Genug gesehen, wir sind auch nicht im Kino hier. Nein, Spaß beiseite. Ihr habt gesehen, wie so ungefähr die Performance ist. Aber was zum Teufel soll man eigentlich auch mit einem 1080-Video auf einem VGA-Display? Ihr habt auf jeden Fall gesehen, wo die Schwächen sind. Also im schlimmsten Falle dort geht das Telefon in die Knie, wenn ihr ein 1080-Video einschalten. Dann haben wir weiterhin hier in dem ersten Menü Einstellungen, Friendstream haben wir und Internet. Und Internet wollen wir uns einmal anschauen, wie das ungefähr aussieht. Wir sind jetzt mit Google, sind auf Google über WLAN verbunden und wir gehen mal auf unsere Internetseite www.bestboys.de. Solltet ihr übrigens auch mal machen, wenn ihr Zeit habt. Dann, während das Ganze hier noch etwas sich einholt, können wir schon unsere Inhalte sehen. Ich kann noch keine Texte lesen, ihr sicherlich auch nicht. Ich zoome mal rein, dann seht ihr, dass da eigentlich nichts zu lesen ist oder die Schrift noch zu klein ist, auch wenn es QHD ist. 1-2 und dann haben wir es quasi einmal eingezoomt und der Text passt sich automatisch an der Breite an. Und jetzt können wir schon etwas mehr lesen, jetzt können wir schon etwas mehr auch gucken. Wenn wir rauszoomen, dann sehen wir wieder nichts. Wir können aber auch eine Pinch-to-Zoom-Geste machen, eine Pinch-to-Zoom-Geste und sehen unsere Texte etwas größer und so gehört sich das eigentlich auch.
Der Browser ist natürlich schnell, wie ihr gerade gesehen habt, entweder über WLAN und auch über Mobilfunk. Das geht wirklich sehr flott. Das ist der Browser und so hat er ausgesehen. Wir haben nach wie vor unser Kalender, unsere Kalender-Applikation. Die sieht sehr simpel aus, hat sich eigentlich nichts geändert. Monatsansicht auf 7 klicken, die Wochenansicht auf 1 klicken, haben wir die Tagesansicht. Tage, die jetzt kurz vor, also die ziemlich nahe stehen, da finde ich auch ein Wetter. Information. Das heißt, ich kann auch sagen, okay, da ziehe ich jetzt kein T-Shirt an, sondern eher ein Hemd oder ein Pullover, wenn es regnet. Und das ist meine Kalender-Applikation. Kommen wir zu dem Interessanten, nämlich zu der Kamera. Jetzt sind wir hier in der Kamera-Applikation gelandet und lasst uns mal ein Motiv nehmen, weil ihr seht ja nur hier alles weiß. Lasst uns mal unser Sensation nehmen, nämlich so legen wir es mal hin. Wenn die Kamera-Applikation startet, achtet darauf, wo der Regler ist. Ist er auf 2D oder auf 3D? Jetzt haben wir hier die 2D-Ansicht. Wir haben das letzte Bild, was wir geschossen haben, einen digitalen Zoom. So sieht der aus. Wir können entweder alles bewegen und dann ist es ein Autofokus oder aber wir sagen, es ist Touchfokus. Und dann stellt er dort einen Schärfer ein, wo wir berührt haben, also wo wir das Display berührt haben. Hier kann ich sagen, ich möchte von Foto auf Video schalten, die vordere Kamera austauschen, also vordere Kamera gegen der Rückkamera. So sieht das aus. Wir können in den Einstellungen hier reingehen und sagen, welche Auflösung soll gewählt werden? 5 Megapixel, 3 Megapixel, 1 Megapixel und kleiner als VGA. Gut, soweit alles, soweit okay. Dann lasst uns mal den Regler auf 3D stellen und ihr seht, was jetzt passiert. Wir haben jetzt ein, für euch ist das ein schwammiges Bild, für mich ist das ein 3D-Bild. Ich sehe das wirklich sehr gut. Und der 3D-Effekt ist tatsächlich sehr, sehr gut gelungen bei dem Telefon. Ich habe mir das Optimus 3D angeguckt von LG, was ähnlicher funktioniert. Und hier finde ich persönlich die Tiefen und die Schärfe ist etwas besser. Man kann seine Augen schnell auf das Bild kalibrieren. Und man merkt, dass es echt einen guten 3D-Effekt zeigt. Ihr müsst aber aufpassen, wo ihr das Bild macht. Also wenn ihr jetzt das Sensation nehmt, ich sehe jetzt zwei verschiedene Bilder, weil das Objekt zu nah ist. Ihr müsst ungefähr ein bisschen weiter weggelegt haben, dann seht ihr auch einen 3D-Effekt. Jetzt zum Beispiel sehe ich einen 3D-Effekt. Das ist die 3D-Anzeige am Display und wenn wir jetzt ein Bild machen, dann ist es natürlich auch ein 3D-Bild. Und ich sehe das jetzt wirklich sehr ordentlich, sehr detailliert und sehr detailreich. Schalten wir einmal auf Video um und das ist dasselbe eigentlich nur. Auf unserer Internetseite findet ihr www.bestbots.de einige Videos in 3D und die könnt ihr euch angucken, sofern ihr 3D-Equipment auch zu Hause habt, sprich ein Fernseher mit Brille oder dasselbe Telefon. Das ist die Kamera und eigentlich brauche ich da großartig nichts zu erklären. Guckt euch die Ergebnisse mal an. Nach wie vor mehr Kontakte hier, was simpel aussieht, so sehen die aus. Öffentlichen Kontakt, dann sehe ich detaillierte Informationen. Kontaktspezifische Einstellungen kann ich hier einrichten, wie telefoniert worden ist, welche E-Mail, spezifische Daten werden nochmal rausgeholt. Im Menü haben wir hier weiterhin noch Market, Musik und ich würde euch gerne mal Musik zeigen oder anhören wollen. Wir gehen mal hier in den Einstellungen rein und unter den Listen, unter der Bibliothek und wiedergeben mal etwas, indem wir hier unten auf alle Titel klicken. Ihr seht, von einem Titel zu anderen Titel zu wechseln, so mit einem Fingergeste oder mit einem Fingerwisch, ist etwas, ja, sagen wir nicht aufwendig, aber es ist auf jeden Fall etwas, was viel Zeit kostet. Es hätte ein bisschen schneller gemacht werden können und das soll sofort eigentlich klappen. In den meisten Fällen wollt ihr aber mit euren Playlists hören, aber dennoch ist das ein Kriterium, was mir persönlich nicht so gut gefällt. Vom Klang her, irgendwie habe ich das Gefühl, dass HTC da nichts lernt. Es ist nach wie vor ein Lautsprecher, der nicht so sauber klingt, der nicht so doll ist auf jeden Fall. Unabhängig von der Lautstärke ist es nicht gut.
Ich würde gerne mit euch einen Quadrant-Benchmark machen. Eigentlich sollte ich sowas nicht machen, weil es ein Prototyp ist, aber wir machen das trotzdem einmal. Und gucken, wie weit wir kommen. In dem ersten Schritt überprüft er den Prozessor, zweiten Schritt der Speicher. Der dritte Schritt ist quasi in and out, also er schreibt quasi. Und danach haben wir einige 2D-Applikationen oder 2D-Szenarien. Dazu kommt er aber gleich. Er ist aber auch gleich durch. Und genau, jetzt haben wir hier 2D und danach haben wir auch gleich 3D, nämlich jetzt. Und das ist ein Benchmark, der quasi nur eine Punkte vergibt. Ich persönlich halte davon viel nicht, aber ich weiß, dass ihr das tut, deswegen machen wir das am besten. Erzählt jetzt die Frame-Story, wie viele Frames er unten hier hat und wie viele Schritte er hat. Auch das gucken wir uns einmal in Ruhe an. Hier zeigt er noch eine DNA. So sieht das Ganze hier aus. Auch eine 3D-Animation. Und überprüft das auch hier. Wir sagen mal ja. Und was wir als Ergebnis bekommen, ist quasi das hier. Nämlich, wir bekommen knapp 1625 und darunter sind diese Geräte quasi aufgelistet. Gut, jetzt kann man mit dieser Zahl natürlich angeben und sagen, die ist ganz gut, der ist nicht so gut, aber sofern das für euch wichtig ist, wisst ihr Bescheid, wie das hier ist. Was ganz cool ist, ist, dass das Evo 3D eine Screenshot-Funktion mit sich bringt. Das erste Mal. Wir brauchen keine komischen Sachen zu machen. Wir drücken einfach nur diese Taste hier und die Home-Taste. Und das klappt nach diesem Motto. Jetzt finden wir in der Galerie ein 960x540 Bild von unserem Screenshot. Und Quadrat-Benchmark kann ich zum Beispiel auch fotografieren. So zum Beispiel. Brauche nicht über USB anzuschließen oder, ja, ihr wisst schon, irgendwelche Boot-Geschichten zu machen. Dann haben wir hier eigentlich nichts mehr, was ich euch großartig zeigen kann. Es sind die ganz normalen Applikationen. Das war eigentlich auch soweit schon alles von dem Preview. Natürlich werden wir ein richtiges Review haben, versprochen, sobald das Gerät final ist. Das ist jetzt, wie gesagt, ein Prototyp, was ich abdecken muss, damit man die Seriennummer nicht sieht. Das war, wie gesagt, das HTC Evo 3D. Vom Akkuwerten her, was ich jetzt euch schon mal mitteilen kann, wir haben ungefähr 2 Tage erreicht mit dem, was wir hier machen. 2 Tage mit einem Smartphone ist wirklich sehr gut. Das gibt es erstmal so sehr selten. Aber das habe ich wirklich hier mit einem starken Akku auch erreicht. Passive Nutzung, also wenn ihr das einfach zur Seite legen, ich habe das Telefon ungefähr seit 14 Tage und habe damit erstmal so die 6 bis 7 Tage erreicht, wenn ihr es einfach so zur Seite legen. Was das Telefon kostet, haltet euch fest, setzt euch lieber hin, denn jetzt kommt der Preis und ich sage euch diesen in einem Sandwich-Effekt. Das HTC Evo 3D mit dem 3D-Effekt kostet 699 € und bringt alles das mit, was ihr wollt. Das war der Sandwich-Effekt, nein Spaß. 699 € ist der Verkaufspreis, den HTC ausgesprochen hat. Mal gucken, was er dann wirklich erreicht, wenn er dann erstmal auf dem Markt ist, das Telefon. Das Evo, das Optimus 3D zum Beispiel von LG, kostet knapp 425 € und ist dem sehr stark ähnlich. Jetzt kann man sich entscheiden, was einem mehr gefällt. Von der Gesprächsqualität sehr gut, aber tendenziell eher gut haben wir hier erreicht. Und das war eigentlich auch schon alles. Weitere Informationen findet ihr, wenn ihr auf YouTube seid, in der Infobox, in der Beschreibungsbox. Bilder und Testvideo auf dieser Seite www.bestboss.de. Ich sage danke fürs Zuschauen, hat uns Spaß gemacht, hat euch hoffentlich auch Spaß gemacht und bis bald.